Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, wo ich euch zeigen werde, wie man ein LoRa anwendet. Ein LoRa, das ist eine sogenannte Low Rank Adaption, LoRA. Und im Prinzip ist das ein kleines Model, welches trainiert wurde auf spezifische Zwecke. LoRas funktionieren nicht alleine, sondern müssen immer mit einem Hauptmodel verwendet werden. Welches, das ist vollkommen egal. Aber diese trainierten Aspekte eines LoRas mischen sich dann in das Hauptmodel rein, so dass man den gewünschten Effekt erzielt. Effekte, das könnten sein, es gibt LoRas, die sind trainiert auf spezielle Charaktere wie Schauspieler oder Anime-Charaktere, Zeichentrick-Charaktere. Es gibt LoRas, die bestimmte Kleidungsstile darstellen können. Es gibt LoRas, die können verschiedene Zeichenstile darstellen, zum Beispiel Bleistiftzeichnungen, Tinte, egal was. Und der Vorteil von LoRas ist, sie sind wesentlich kleiner und können mit Hauptmodels gemischt werden. Was ich euch in diesem Video vorstellen möchte, ist ein LoRa, welches ich sehr häufig verwende. Und zwar ist das der Detail Tweaker. Der Detail Tweaker macht, was sein Name ankündigt. Er erzeugt Details in Bildern oder reduziert die. Und zwar kann man mit diesem LoRa nicht nur Details hinzufügen, sondern auch wegnehmen. Wie, das zeige ich euch gleich mal. Das steht aber auch hier unten in der Beschreibung. Den Download-Link zu diesem LoRa packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung rein. Wenn ihr ihn dann runterladet, ihr seht auch, es ist nur 36 MB groß, im Gegensatz zu einem trainierten Model, was so um die 2 GB immer groß ist. Ladet euch die 36 MB runter und wenn ihr sie habt, geht in euren ComfyUI Installationsordner unter ComfyUI Models und hier ist ein LoRas Ordner. Da packt ihr das dann rein. Ich habe es schon gemacht. Die Datei heißt @detailsafetensors und wenn ihr dann ComfyUI startet, dann könnt ihr ihn laden. Und wie, das zeige ich euch jetzt gleich. So, solltet ihr im laufenden Betrieb, ne, wie immer, das LoRa runterladen, könnt ihr hier unten auf Refresh drücken. Damit refresht ihr alle Ordner einmal und das laufende ComfyUI bekommt dann auch mit, dass ihr Dateien hinzugefügt habt. Zum Hinzufügen eines LoRas braucht ihr diese Note hier unten. Load LoRa. Mehr passiert ja eigentlich nicht. Und zwar könnt ihr die hinzufügen, indem ihr rechts klickt, Add Node, Loaders und Load LoRa. Dann habt ihr die Node oder ihr macht einen Doppelklick, gebt in das Feld ein LoRa, da kriegt ihr auch den LoRa Loader und da ist sie. Ich entferne die mal. Den Checkpoint hatten wir ja schon beim letzten Mal. Da ist auch noch unser Epic Realism Checkpoint geladen. Den verbindet ihr direkt das Model mit dem LoRa sowie den Clip mit dem LoRa, um das an die Kette einzufügen. Und den Rest zeige ich euch auch eben. Moment, das mache ich einmal abseits. Also nehmen wir an, ihr habt einen Checkpoint. Ihr habt einen LoRa Loader. So, dann verbindet ihr die Dinger hier eben. Dann brauchen wir ja immer eine Conditioning. Das heißt anders, das finde ich besser hierüber. Conditioning, Clip Text Encode. Da zieht ihr dann das Clip aus dem LoRa, nicht mehr aus dem Model, sondern aus dem LoRa rein. Gebt hier euren Text ein, Text hier. Und fügt dann später den Sampler hinzu. Und hier ist auch zu beachten, dass ihr dann hier aus dem LoRa die Modelverbindung herstellt und nicht mehr aus dem Model direkt. Und dann habt ihr eigentlich das Setup bis zum Sampler, wie ihr es gewohnt seid. So, die Dinger löschen wir nochmal. Und ich zeige euch mal eben den Aufbau, den ich im Vorfeld hier gemacht habe. Und zwar, ich habe einen Aufbau gebastelt, um mal zu grob vergleichen zu können, was das LoRa macht. Ganz genau funktioniert es nicht. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Das kriegt man auch hin, aber jetzt für unseren Fall soll es so reichen. Und zwar, wir laden einen Checkpoint, wir laden den LoRa. Ich habe drei Textboxen erstellt.
Und diese drei Textboxen füttern im Prinzip zwei Sampler. Wie ich das gemacht habe, kann ich gleich auch, euch auch noch eben zeigen. Das ist ein kleiner Trick, ganz praktisch. Damit ihr aber für zwei Sampler nicht insgesamt 6 Eingabeboxen habt, habe ich das so gebaut. Die Eingabeboxen sind eigentlich diese Dinger hier. So, das Conditioning, dazu komme ich gleich auch noch, geht in den Sampler rein. Der erstellt das erste Bild, das ist dieses hier. So. Der zweite Sampler bekommt aber nicht mehr das leere latente Bild, welches wir in den ersten geben, sondern bekommt den Output vom ersten Sampler und rechnet dann weiter. Wenn ihr das macht, ist es ganz wichtig, darauf zu achten. Wir sind ja schon so ein bisschen im Image-to-Image oder Model-to-Model-Bereich. Wenn ihr Sampler miteinander verbindet und dann hier die, den Latent Output des ersten Samplers mit dem Latent Output Input des zweiten Samplers verbindet, achtet darauf, dass ihr hier unten die Denoise runterdreht. Ne, die steht standardmäßig auf 1, das bedeutet, der Sampler berechnet ein komplett neues Bild. Wenn er die auf 0 macht, berechnet er gar nichts. Und wenn ihr die so auf 0,5 stellt, dann bekommt ihr so das Originalbild mehr oder weniger unverfälscht, aber angereichert mit Details. Und das pusht diese Add Detail LoRa auch nochmal. In der LoRa selber könnt ihr hier hingehen, also nicht in der LoRa, sondern in der LoRa Node, ne? Hier hingehen und die Stärke der LoRa bestimmen. Die steht standardmäßig auf 1, die könnt ihr hochdrehen bis 2, in diesem Fall für das Model. Die könnt ihr aber auch runterdrehen auf minus 2 für dieses Model oder für dieses LoRa. Bei positiven Werten werden Details hinzugefügt, bei negativen Werten werden Details entfernt. Ich lasse es auf 1 für unsere Tests hier und ich zeige euch mal, was diese LoRa macht. Und zwar, ich habe hier schon im Vorfeld 2 Bilder generiert. Der Prompt war: Raw Close-Up of a Stunningly Beautiful Woman on the Beach in Florida. Und dazu noch Absorbress Intricate 8K High Detail Depth of Field Cinematic Photography. Und als Negative habe ich, das sind Textual Inversions hier. Dazu werden wir im nächsten Video kommen. Ich habe sie aber für jetzt bessere Resultate schon mal draufgepackt. Also Bad Dream und Unrealistic Dream sind Textual Inversions, Text, Watermark, Nude, Not Safe for Work habe ich uns nochmal gelassen. Das waren ja bisher unsere Standard-Negative-Prompts. Und das LoRa macht Folgendes. Das ist das Originalbild aus dem Model. Und das ist das Bild mit dem LoRa, mit Stärke 1. Und ihr seht schon, ne, wenn ihr die Bilder vergleicht, dass das Ursprungsbild gut aussieht, keine Frage. Allerdings ist es mit dem Add Detail LoRa noch wesentlich besser geworden. Die Haare kommen wesentlich besser raus. Der Hintergrund ist hier jetzt sehr stark mit Bokeh versehen. Hier erkennt man dann doch noch ein paar Wellen mehr. Hier hinten Reflexionen im Meer. Der Himmel wurde auch angereichert mit Details, geht aber im Bokeh etwas unter. Und vor allem die Haut hier am Arm, ne? Die ist... die wird detaillierter. Man sieht hier so leichte, also Poren, mehr Details. Hier ist, glaube ich, sogar ein bisschen Sand, wenn ich das richtig sehe. Also die LoRa fügt richtig gute Details hinzu. Das war mit Stärke 1. Höher musste ich es gar nicht drehen. Ich habe jetzt nochmal ein zweites Bild erzeugt, diesmal mit einer Landschaft. Im Vorfeld habe ich hier oben von meiner Porträt Latent Image Einstellung auf eine Landscape Latent Image Einstellung gewechselt und habe den Prompt geändert, einfach nur in Photography of a Scenery in Japan. Zweite Positive Prompt ist geblieben, Negative Prompts sind auch geblieben und herausgekommen sind folgende Bilder. Das hier ist das Bild vom Original Model und das ist das Bild, welches wir jetzt mit dem Add Detail LoRa erzeugt haben. Und auch hier sehen wir wieder hier unten die Steine zum Beispiel. Es ist wesentlich besser ausgearbeitet, hier das Ufer.
genau wie hier rechts, wesentlich mehr Details reingekommen. Im Gegensatz zu dem ja recht straighten Ufer hier. Es sieht auch wie immer gut aus, aber mit den Details ist es halt noch wesentlich besser geworden. Die Bäume haben viel mehr Details gekriegt und die Wasseroberfläche ebenfalls. Reflexionen sind schöner. Das ist ein bisschen glatt hier. Hier sieht es schon wirklich mehr detailreicher aus. Gut, einmal die Ansicht zurücksetzen. Und so könnt ihr dann jedes LoRa einbinden, was ihr haben wollt. Schaut euch mal auf Civit AI um unter den LoRas. Sucht nach, also gebt in die Suchfelder ein, die Ideen, die ihr habt, und schaut, ob es LoRas dafür gibt und spielt damit ruhig ein bisschen rum. Ich zeige euch nochmal eben die Tricks, die ich hier gemacht habe. Und zwar einmal, wir hatten vorher, hatten wir immer die Positive Prompts mehr oder weniger in einem Textfeld. Und ich versuche die Textfelder immer so zu trennen, dass ich sage, hier ist das Motiv, was wir erzeugen wollen. Ne? Also die Scenery in Japan. Und das hier sind eigentlich mehr stilistische Beschreibungen. Und das versuche ich immer zu trennen, damit ich die stilistischen Beschreibungen behalten kann, während ich das reine Motiv ändern kann. So, weil hier tastet man sich so ein bisschen ran und irgendwann hat man seinen eigenen Stil gefunden, der ganz gut funktioniert. Und deswegen trenne ich die Dinger immer. Und das Konstrukt hier, was ich hier gemacht habe, ist relativ simpel, um sowas zu trennen. Wir gehen mal runter. Wir brauchen erstmal zwei Prompteingaben. So. Das wäre Prompteingabe Positive 1 und das wäre Prompteingabe Positive 2. Ne? Gut, was ich einfach nur gemacht habe, ist, ich habe gesagt, Rechtsklick hier drauf, Convert Text to Input und dann eine Primitive genommen, die findet ihr unter Utils, Primitive, die hatten wir auch schon in meinem Notes Video und gesagt, Connect Widget to Input, dann schwingt das automatisch um auf String und wir können, hier können wir das ein bisschen größer ziehen, wir können uns hier eine Textbox erstellen. Dann ist die nicht mehr hier drin, sondern hier drin. Der Vorteil ist, wir haben dadurch die Note hier durch den Clip hier entkoppelt. Durch einen Klick hier oben links auf das graue Kreis-Icon könnt ihr die Note kollapsen oder auch wieder erweitern. Machen wir gleich noch. Wir machen das gleiche erst nochmal hier. Convert Text to Input, Add Note, Utils, Primitive. Wir verbinden das Ganze und wir haben hier schon Positive 2 drin, also auch den Inhalt erkennt die Primitive beim Erstellen. Jetzt haben wir den Clip hier entkoppelt. Das heißt, wenn wir hier nochmal einen Checkpoint Loader hinzufügen, aus dem der Clip eigentlich kommen würde, so, das wäre jetzt in dem Falle entkoppelt. Und da das zwei Positive Prompts sind, Positive 1 und Positive 2, müssen die ja im Sampler am Ende, Sampling, K-Sampler, müssen die ja am Ende in eine Positive Verbindung rein. Und dafür benutzen wir einfach unter Conditioning den Conditioning Concat. Es geht auch der Conditioning Combine. Wir ziehen die beiden Prompt Nodes hier rein, ziehen den einen Output hier in den Positive, können das von mir aus kollapsen. Wir können das kollapsen, wir können das kollapsen und dann haben wir eine recht überschaubare oder ein recht überschaubares Konstrukt für ein Positive Prompt. Und der Vorteil von dem Ganzen ist jetzt nämlich, wenn wir jetzt noch einen Sampler hinzufügen, das habe ich oben ja gemacht, ne, wir erinnern uns, ich habe hier das Latent Image hier runtergenommen, habe den hier auf 0,5 gestellt, der nimmt halt auch einen Positive an, den kann man dann auch hier rausziehen, so, wieder zumachen und es reicht, wenn wir, die Dinger hier bearbeiten. Und wir brauchen nicht mehr wie vorher
Textprompt. Das wäre ja die Variante, wie sie standardmäßig ist. Das heißt, hier müssten wir auch die Clips verbinden. Dann, wenn wir nämlich hier an der Stelle ein LoRa hinzufügen, Loaders, LoRa, dann ginge der Clip ja nicht mehr, ach, jetzt verschwindet der dahinter, dann geht der Clip ja nicht mehr in die Conditionings rein, sondern der Clip geht hier rein. Beziehungsweise so, ne, einmal der Clip hier runter und von hier aus dort rüber. So. Und um das zu umgehen, weil ab der Stelle könnten wir nicht mehr diese hier nehmen, weil diese Node benutzt den Clip aus dem Model, diese Node benutzt den Clip aus dem LoRa. Deswegen funktioniert das nicht mehr. Aber wenn wir jetzt hier einfach sagen, wir ändern das auch in Text-Inputs um und verbinden dann wieder den hier mit dem und den hier mit dem, dann brauchen wir auch wieder nur ein Conditioning Combine. Verbinden die Dinger, ziehen das Positive hier rein, weil, ne, wir erinnern uns, wir kommen ja jetzt aus der LoRa, nicht mehr aus dem Model direkt. Ziehen das auf jeden Fall hier rein und hätten dann damit die Möglichkeit geschaffen, dass wir weiterhin nur hier Texteingaben machen müssen und nicht für beide getrennten Wege separat. Das habe ich oben gemacht. Das ist im Prinzip dasselbe Konstrukt. Das ist ganz gut, damit beide Sampler, obwohl sie von unterschiedlichen Quellen kommen, also der Clip kommt für den Sampler 1 nur aus dem Load Checkpoint, für den Sampler 2 geht der Clip noch einmal durch das Load LoRa, aber dennoch haben wir nur drei Eingabeboxen, mit denen wir beide Sampler ansteuern können und die dasselbe Bild generieren. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt wieder in diesem Video. Zumindest wie man LoRas anwendet. Wie gesagt, geht auf Civit AI, schaut euch um, probiert rum, experimentiert rum. Und im nächsten Video, denke ich, werden wir uns Textual Inversions angucken. Das sind die Dinger hier. Ist nicht so spektakulär, wie es klingt, glaube ich, aber die sind super nützlich, die Dinger. Und ja, das wird das Thema vom nächsten Video sein. Ich hoffe, wir sehen uns bis dahin wieder. Dann macht es gut und tschüss.